that show, right? Because everyone's an artist, but no one has the time. Yeah, everywhere I go, I'm oppressed by these energies. Like it, yes, I love it. I hear music in my head. Was that a gun? It's happening, it's gone. Willkommen zurück zum Dirt Podcast von Donut Media. Ich bin euer Moderator James Pumphrey und neben mir sitzt der einzigartige Nolan Sykes. Sag hallo, Nolan. Hallo, Nolan. Das war mies. Und das hier erwartet euch beim Rest des Donut Podcasts. Es geht um Disziplinen wie Eisrennen, Landrush, Sprint und extrem technische Offroad-Rennen. Wir reden detailliert über all die verschiedenen Arten der Fahrkunst. Es geht um Superstars mit Kommentaren zu AJ. Wird der unterhaltsamste Fahrer mit den meisten Titeln in der Dirt Offroad Series seine Siegesserie beim Main Event ewig fortsetzen können? Es geht um Herausforderer. Wir werden über Bruno Durand reden, den Mann, der auf zwei und jetzt auf vier Rädern unterwegs ist. Er hat diese Serie mächtig angeheizt und scheint unaufhaltsam zu sein. Wird er wirklich diese Saison dominieren können? Aber zuerst geht es um Rookies. Wir richten unsere Scheinwerfer auf die Auslese der diesjährigen Ernte, denn diese Fahrer könnten irgendwann den Sprung in die Dirt Offroad Series schaffen. Und wir wollen schließlich von Anfang an mit dabei sein. Also dann, legen wir los. Thank you.
Hast Geschwindigkeit ohne Ende, Sprünge ohne Ende, enge Kurven und Weggabelungen, die Spreu vom Weizen trennen. Rally Raid ist Dirt in Reinkultur. We'll be right back.
zum Thema diesjährige Ernte von euch. Wie war noch gleich der Name des Rookies, von dem du mir neulich erzählt hast? Boss, glaube ich. Ja, das war's. Okay, abgefahrener Name. Macht mich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ach komm, James ist doch auch ein toller Name. Sehr ausdrucksstark. Vielen Dank, mein Freund. Das bedeutet mir sehr viel. Wusstest du, dass das ein beliebter Name für Jungs ist und Stellvertreter oder der, der folgt, bedeutet? Im Schottland des 17. Jahrhunderts... Liest du gerade aus dem Internet vor? Das würde mir kaum nicht einfallen. Nolan, ich kann dein Telefon sehen. Steck es weg, du liest das nur im Internet ab. Okay. Du bist trotzdem eine beeindruckende Informationsquelle, Nolan. Und ich bin sicher, unsere Zuhörer sind hier nur dabei, um mehr über Namensbedeutungen zu erfahren. Aber lass uns jetzt mal über Autos und Rennen reden. Ich hoffe, du hast ein fettes Gewindefahrwerk, denn beim Land Rush wird es richtig hart. James, ich muss kurz nach Hause. Hab mein fettes Gewindefahrwerk vergessen. Du wirst es brauchen, Nolan. Denn hier gibt es gnadenlose Strecken mit engen Kurven und technischen Geraden, kleinen Sprüngen, die einen gut durchschütteln, und den richtig großen Dingern, die für deine Aufhängungen zur Zerreißprobe werden. Erde oder Schnee, hier ist alles möglich. Also schnall dich an, Cupcake. Das hier ist Land Rush. Danke, Buttercup. Solltest du nicht schon unterwegs sein?
Hörst du das? Was ist das? Ist das Donner? Falsch! Das ist Stampede! Aber nicht auf die altmodische Art. Schlangen? Muskulöse Pferde? Schon wieder falsch! Diese hochgezüchteten Bestien hier werden von Benzin und Durchhaltevermögen angetrieben, sind in schwer befahrbaren Naturlandschaften anzutreffen und stürzen sich oft kraftvoll in ein Rudel von anderen Rennfahrern. Ah, Autos! Hätte ich mir denken können. Darum geht's schließlich bei dieser Serie, Junge. Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Die Strecken wurden auf grobem und oft unmarkiertem Wüstenterrain gebaut und sind mit allen möglichen Höhenunterschieden und vielen Sprüngen gespickt. Ab in den Sattel, Partner! Es ist Stampede! Thank you.
I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you. Could just start again, the future it looked good again, till you came in, smoking like a kerosene, and everything I swore I'd never touch, I shoulda, coulda just closed the blinds, hit the couch, locked the door, yeah. Stop.
kriegt man, wenn man Straßenrennen mit Offroad-Terrain kombiniert. Auf Straßen Road-Terrain-Rennen? Nein. Ultracross. Eine Hochgeschwindigkeitsdisziplin auf maßgeschneiderten Strecken für schnelle Autos und noch schnellere Fahrer. Was soll das denn heißen? Ist der Mensch da schneller als ein Auto? Kann ich das hier vielleicht zu Ende erklären oder müssen wir erst über Physik diskutieren? Ja, schon gut, mach weiter. Bei diesen Events geht es vor allem um Massenrennen mit weiten Kurven, mit S-Kurven, die deine Lenkkünste auf die Probe stellen, langen Geraden, um Geschwindigkeit aufzubauen und Kreuzungen, bei denen man sieht, wie viel Vorsprung man hat. Yeah.
Glatt, eben und kalt. Und das Einzige, was zwischen dir und dem Abgrund steht. Und das ist gut für kalte Limonade. Eis, Freund und Feind. Diese Events sind für Drift-Spezialisten gedacht. Es gibt weite Kurven und lange Geraden. Und alles wurde für sensationelle Seitwärtsaktionen gebaut. Also bleib cool und behalte die Kontrolle, denn auf dieser Oberfläche gibt es nur sehr wenig Grip. Ah, cool, verstehe, wegen dem kühlen Eis. Alter, du sollst doch aufhören, meine Witze zu erklären, das ruiniert den Effekt. No.
Siehst du, Events wie diese hier, sowas brauchen wir. Die riesen Publikumshits, die Schlagzeilen machen. Aber die lassen nicht jeden daran teilnehmen. Nicht mal, wenn AJ sie freundlich darum bittet. Wie kriegt man also das goldene Ticket dafür, willst du wissen? Naja, du musst eben woanders zeigen, was du drauf hast. Hier ein Rennen gewinnen, da deinen Ruf verbessern und grundsätzlich einfach dein Bestes geben. Wow, was ist denn da passiert? Ich bin noch am Erklären und zack, Main Event. Time. Devil's handshake is what I need. Can't stop till.
Ja, ich weiß, was du denkst. Warum bin ich plötzlich überall auf der Welt in so coolen Autos unterwegs und das einfach so? Am besten denkst du nicht drüber nach. Spar dir deine grauen Zellen für die Rennen auf. Du wirst sie dort brauchen. Alles, was du wissen musst, ist, dass du gut bist. Und dass es Firmen gibt, die mit dir in Verbindung gebracht werden wollen. Und das Tolle daran ist, du kannst dir die aussuchen, die am besten zu dir passen. Lies dir also am besten das Kleingedruckte durch, denn jeder Sponsor hat andere Anforderungen und andere Belohnungen für dich. Manche Sponsoren bringen dir nur bis zu einem bestimmten Punkt etwas. Also hab keine Hemmungen, irgendwann für höhere Belohnungen zu einem anderen überzulaufen. Es geht schließlich darum, dass du weiter Rennen fahren kannst. Stage. I got my crew. I'll get you moving. It's what I do.